Ja, Eda? Grüß dich, Onkel. Ich bin's, die Bärbel. Ja, Bärbel, grüß dich. Ja, sowas. Das ist aber nett, dass du mir anrufst. Hoffentlich hast du keine schlechten Nachrichten. Seid's alle gesund? Freilich sind wir alle gesund. Viele Grüße von der Mutti soll ich dir sagen. Und ich hätte eine große Bitte, Onkel Franz. So, ja, dann raus damit. Meine Klavierlehrerin hat mir eine Karte für übermorgen in die Oper geschenkt. Ja, weil sie selbst nicht in die Stadt fahren kann. In die Staatsoper? Hier? Ja, stell dir vor, in die Zauberflöte. Hey. Die Mutti erlaubt's, dass ich nach München fahre. Aber es ist halt mit dem Übernachten. Aha. Und du möchtest bei mir übernachten? Ja, Onkel Franz. Ich mach dir bestimmt keine Arbeit. Ich leg mich auf die Couch. Ich kann sogar meinen Schlafsack mitbringen. Weißt, ich hab einen fürs Zelten. Nein, das ist nicht notwendig. Am Ende schlagst du nur ein Zelt in meiner Werkstatt auf. Nein, komm nur, Bärbel, brauchst nichts mitbringen und ich freue mich, wenn ich dich endlich einmal wiedersehe. Zuletzt, wie ich dich gesehen hab, da bist du mir gerade bis zum Bauch gegangen. Inzwischen geht er bestimmt bis zur Nase, Onkel Franz. Ja, wenn ich da nicht überhaupt schon über den Kopf gewachsen bin. Geh, komm, schneid ab. Wann kommst du denn übermorgen? Soll ich dich vom Zug abholen oder findest du von allein her? Freilich finde ich hin zu dir. Und wenn nicht, dann gibt's ja Taxis. Ah ja, so vornehm gibt's die junge Dame. Und wann kommst du nachher? Nach dem Mittagessen, so um 2 Uhr rum. Weil ich nachmittags noch in die Stadt fahren möchte und Schaufenster anschauen und was besorgen. Also gut, Bärbel, ich freue mich, wenn ich dich wiedersehe. Ich mich auch. Bis bald, Onkel Franz. Tschüss. Ja, vierte. Tschüss, Bärbel. Tschüss. Naja, klingt halt viel schmissiger als wie auf Wiedersagen oder sowas. Ja, da werden wir jetzt schon ein bisschen auf moderne Jugend umstellen. Du sag mal, hat mein Auge recht gehört? Mein Ohr recht gesehen? Mein Ohr recht gehört? Will bei uns jemand übernachten? Ja, dein Ohr hat recht gehört. Die Bärbel kommt. Was, die kleine Bärbel? Die mit den schönen blonden Haaren, die so geweint hat, weil sie mich unbedingt sehen wollte. Ja, genau die. Aber Pumuckl, ein kleines Kind ist die Bärbel für nimmer. Das darfst du dir nicht so vorstellen. Wieso? Die ist jetzt schon fast erwachsen. Ach, das ist eine dumme Angewohnheit von den Menschen, dass die immer wachsen. Also die wachsen und wachsen. Stell dir mal vor, ich wäre auch immer und immer gewachsen und dann wäre ich jetzt vielleicht schon ein riesen Kobold. Ja, und du müsstest mir ein neues Bett schreiben. Also fast so groß wie die ganze Werkstatt. Mhm. Und wenn ich dir auf die Schulter hüpfe, dann stoße ich gleich mit dem Kopf an die Decke an und du brichst zusammen. Und ich ging sauber in die Knie unter dem Gewicht. Ja, genau. Nein, das ist schon gut, dass du nicht wachst. Sehr gut. Ja, wir hätten ja überhaupt keinen Platz mehr, wenn ich wachsen würde. Also du müsstest zum Beispiel, also nur mal zum Beispiel, müsstest du zum Beispiel die Säge, die müsstest du in den Hof stellen, weißt du, damit ich meine große Schaukel in die Werkstatt hängen könnte. Ja, und was mache ich dann, wenn es regnet? Wenn es regnet, dann müssen wir doch einen Schirm über die Schaukel hängen. Und dann wäre die Schaukel ja auch gar keine Schiffschaukel, sondern eine Schirmschiffschaukel. Mhm. Und darauf würde ich Schiff schaukeln. Und dann müsste ja die Wand müsste weg, weil die Schaukel zu groß ist. Ja, da haben wir aber ein Massel, dass du nicht wachsen kannst. Hoffentlich braucht die Bärbel keine Schiffschaukel. Ja, hoffen wir's. Also ich freue mich jedenfalls, dass sie kommt. Ja, ich auch. Ja, ich freue mich auch. Du, Pumuckl, aber du darfst das für nicht tratzen und hier alles verstecken und so. Bei so einer jungen Dame, da muss man Kavalier sein, Pumuckl. Was muss ich sein? Ein Klavier? Nein, ein Kavalier. Wie wird man denn so ein Kavalier wird man ganz einfach durch Höflichkeit. Was? Und durch Rücksicht. Du darfst die Bärbel nicht durch irgendetwas erschrecken, zum Beispiel, dass du was runterwirfst und halt so deine alten Späß treibst. Ja, merkt er, man tut nichts, was einer jungen Dame nicht gefällt. Nachher ist man ein Kavalier. Ja, aber wenn ihr aber doch meine Koboldspäße gefallen, was ist man denn dann? Ja, mei, dann... Ja, dann muss man doch... Also, da muss man doch nicht unbedingt ein Kavalier sein, sondern ein Kalapomuckel. Jawohl, und ich sage es dir, ich verspreche es dir, ich werde der freundste Kalapomuckel der Welt sein. Naja, hoffen wir's. Vielleicht versteht die Bärbel den Spaß. Naja, schließlich ist sie ja jung... Und wir sind nah verwandt obendrein, ne? Der Meister Eder und sein Pumuckl haben sich wirklich auf die Bärbel gefreut. Die Bärbel hat sich natürlich auch auf ihren Onkel gefreut und auf die Großstadt und auf die Oper. Und so war das Wiedersehen sehr herzlich. Und als Onkel und Nichte am Kaffeetisch saßen, da gab's viel zu erzählen und der Pumuckl hörte brav zu.
Ab und zu verschwand ein ganz kleines Stück Kuchen mal von Bärbels, mal von Meister Eders Teller, aber das merkte keiner. Bei dir ist noch alles ganz genauso, wie ich es in Erinnerung habe, Onkel Franz. So. So schön gemütlich, altmodisch. Alt. Nicht einmal einen Fernseher hast. Dass dir nicht langweilig wird abends, immer so allein. Ja, ich bin doch überhaupt nicht allein. Ich habe mehr Gesellschaft, als mir manchmal lieb ist. Wieso? Kommen so viele Kunden zu dir? Ja, nicht Kunden. Ich meine, untertags schon Kunden, aber abends, also abends. Aha, jetzt kommt's auf. Mit wem verbringst du denn deine Abende? Onkel Franz, wenn du auf deine alten Tage noch heiratst, haut's die ganze Familie um. Nein, also da besteht keine Gefahr. Ja, wer leistet dir nachher Gesellschaft? Gell, das ist neugierig, aber die Mutti sagt auch oft, wissen möchte ich, wie der Franz das Alleinsein bloß aushält. Tja, Bärbel, erinnerst du dich eigentlich noch an den Pumuckl? Freilich, Onkel Franz. Und ob ich mich daran erinnere? Das hat mir doch so einen tiefen Eindruck gemacht. Es war überhaupt die schönste Geschichte, die mir als Kind erzählt worden ist. Du wirst lachen. Aber ich hab vorher ein bisschen geglaubt, dass es den Pumuckl echt gibt. Du, da lache ich gar nicht. Ich glaub nämlich heute noch, dass es ihn gibt. Ich weiß sogar noch, dass der Kobold sichtbar wird, wenn er an was pappen bleibt. Ja. Meine ganze Tuben Alleskleber habe ich rumgeschmiert, damit er sichtbar wird. Als Kind ist man schon ganz schön dumm. Du, da ist doch gar nichts Dummes dabei. Wenn der Pumuckl an deinem Papp hängen geblieben wäre, hättest du ihn wirklich sehen können. Er ist aber nicht hängen geblieben, ja, Onkel Franz. Kannst du es ja noch einmal probieren. Na, die Zeiten sind vorbei, wo man mir solche Bären aufbinden kann. Für deinen Pumuckl bin ich schon ein bisschen zu groß, weißt? Du willst mich mit deinem Märchen bloß von der interessanten Frage abhalten, was du mit deinen Abenden machst. Wo? Gar nicht will ich dich abhalten. Ich hab dir ja die Antwort schon gegeben. Der Pumuckl leistet mir Gesellschaft. Der ist nämlich unterhaltsamer als sämtliche Fernsehstücke. Ist schon recht, Onkel Franz. Ich hab schon verstanden. Ich bin jetzt neugierig. Recht hast. Reden wir von was anderem. Nein. Eigentlich ist schade, Bärbel, dass du mir den Pumuckl nicht glaubst. Wäre mal ganz lustig gewesen, wenn ich mit jemand hätte vernünftig drüber reden können. Am Pumuckl hätt's auch gefreut. Der mag die nämlich. Onkel Franz, komm, treib deine Späße nicht zweit. Nein. Ich hör schon auf, Bärbel. Magst du noch das Kaffee? Na, danke schön, Onkel Franz. Ich muss mir jetzt auf die Socken machen. Ich möchte noch so viel erledigen in der Stadt. Aber wenn ich schon mal da bin, verstehst du? Ja, freilich. Geh nur zur Bärbel. Der Pumuckl hat natürlich das ganze Gespräch mit angehört. Als die Bärbel weggegangen war, ist er recht nachdenklich auf der Tischkante gesessen und hat gesagt... Sag mal, wieso? Also wieso? Wieso kann man für den Pumuckl zu groß sein? Die Bärbel ist doch viel kleiner als du und du bist doch auch nicht zu groß für mich. Na, also pass auf, die Bärbel hat nicht richtig die Größe gemeint, sondern sie meint halt, sie wäre zu alt, um an Märchen zu glauben. Ja, aber ich bin doch kein Märchen! Ich bin doch der Pumuckl! Ja, aber das war's doch jetzt durch alle die Jahre durch. Die Leute halten einen Kobold, der sichtbar ist und unsichtbar ist, eben für ein Märchen. Da kannst du nichts machen. Doch. Oh ja, da kann man schon was machen. Also, da kann ich sogar eine ganze Menge machen. Und ja. ich kann da... Also, das wollen wir doch mal sehen, ob ich nicht doch ein Nicht-Märchen aus mir machen kann. Du wirst deine alten Späße machen und alles Mögliche verstecken und runterschmeißen. Ja, das sind alte Späße, aber immer wieder schöne Späße. Okay, also das lass sein. Wenn ich aber den Spaß nicht als Spaß, sondern als Ernst mache, also ganz, dann, weißt du, dann ist es ja kein alter Spaß, sondern ein neuer Ernst. Du, ob alter Spaß oder neuer Ernst, es kommt ja doch nichts anderes dabei raus, als dass die Bärbel mich für narrisch hält. Ja, ne? Ja, schon, aber wenn dabei herauskommt, dass ihr euch, vernünftig über Kobolde unterhalten könnt. So, ich unterhalte mich lieber mit dir unvernünftig, Pumuckl. Ja, das ist auch besser. Ja, das ist lustiger und kostet mir weniger Nerven. Ja, und was ist mit mir, mit meinen Nerven, was ist mit denen? Mich kostet es 87 Nerven, wenn die Bärbel glaubt, dass sie zu groß und du zu alt und ich zu märchig bin. Das kann dir doch wurscht sein. Märchig? Was kann mir es wurscht? Kann dir wurscht sein, es oder? Es kann, aber es ist mir nicht wurscht. Und darum zeige ich ihr, was ich bin. Oh, die wird sich wundern. Hoffentlich ist sie nicht zum Wundern auch zu groß. Der Pumuckl musste ziemlich lange warten, bis er diesen Vorsatz ausführen konnte. Denn Bärbel blieb den ganzen Nachmittag in der Stadt und kam so spät nach Hause, dass der Meister Eder schon anfing, sich Sorgen zu machen. Es wurde die Zeit bis zum Theaterbeginn so knapp,
dass die Bärbel nicht mal zwischendurch richtig Abend essen konnte. Komm, iss wenigstens was. Nebenbei, ein Opa dauert lang, da knurrt ja nachher dein Magen lauter wie so ein Gäster. Ja, ja, ich esse schon was. Aber zuerst muss ich mich fertig herrichten. Schau, die Schuhe, sind die nicht klasse? Ganz genau das gleiche Grün wie das Muster auf meinem Kleid. Mhm. Klasse, ja. Du, ich habe mir auch einen grünen Lidschatten gekauft. Das sieht sicher toll aus. Ein Lidschatten? Mhm. Geht's ja, das brauchst doch du nicht. Du wirst gleich sehen. Halt mir bitte schon einmal den Spiegel, damit ich... Ja, da. Wo ist denn jetzt mein Kamm? Den habe ich doch gerade dahergelegt. Ja, dann wäre er schon irgendwo unterm Schrank gelandet sein. Ach wo, wie soll er denn unterm Schrank kommen? Geh, hilf mir doch suchen. Jetzt geht's schon los. Also komm da, nimm mein Kamm. Schau, da. Aber ich brauch doch einen mit dem Stiel. Mit dem kriege ich ja meine Frisur nie hin. Komm da nicht lang rum, du musst spätestens in einer Viertelstunde weggehen. Ich kriege ja meine Frisur mit meinem Kamm auch hin. Das glaube ich gern bei deinen 5 Haaren. Himmel, wo ist denn der Kamm? Und wo ist denn jetzt der Lidschatten? Den habe ich doch gerade vorhin ausgepackt und neben meine Tasche gelegt. Komm, Pumuckl, jetzt gib das Zeug her. Der Bärbel pressiert, sonst kommt's jetzt spät ins Theater. Du mit deinem Pumuckl, Onkel Franz. Hast du den Schachtel vielleicht irgendwo hingelegt? Onkel, denk doch nach, ich komme sonst spät. Na, tust halt deinen Lidschatten nicht hin. Bist eh schöner, wenn's den nicht so anmalst. Ich will ihn aber hintun zum Kuckuck. Pumuckl, komm! Hör doch jetzt bitte mit dem Pumuckl auf. Das macht mich ganz narrisch. Wenn ich dir einen guten Rat geben darf, Bärbel. Sag was Nettes zum Pumuckl und du findest alles wieder. Ach, geh, spinn mich doch nicht an. Für was hältst du mich denn? Der Kamm muss doch zu finden sein und der Lidschatten, den habe ich doch gerade dahergelegt. Ich weiß ganz genau, dass... Ich muss doch weggehen und ich bin noch nicht frisiert und nicht... Greislich sehe ich aus. Ah, wo nett schaust aus, sehr nett sogar. Viel wichtiger ist, dass deine Theaterkarten noch hast. Schau lieber noch. Ich kenne nämlich den Pumuckl. Ich kann das Wort Pumuckl jetzt nicht mehr hören. Warum soll die Theaterkarte nicht da sein? Die habe ich nämlich in den Geldbeutel gesteckt. Mensch... Wo ist denn mein Geldbeutel? Schau, der Pumuckl möchte ja nur beweisen, dass er nicht bloß eine Erfindung von mir ist. Du bist einfach kindisch mit dem Pumuckl. Ich bin kein Säugling, dem du dauernd mit so einem Schmarrn kommen kannst. Bärbel! Ich muss gehen und habe für den Unsinn einfach keine Zeit du, mehr. Den Ton mag ich vielleicht auch nicht. Schmarrn, Unsinn, das verbitte mir. Ist doch wahr. Statt dass du mir suchen hilfst, redst allerweil von dem kindischen Pumuckl wie ein uralter Opa. Am Ende hast du mein Geldbeutel versteckt, nur damit du mit deiner Pumuckl-Spinnerei recht kriegst. So was Dummes. Du! So kannst du mit jemand anderen reden, aber nicht mit mir. Wenn du mich bloß für einen blöden Opa hältst, dann habe ich gar keinen Grund, dir beim Suchen von deinem Zeug zu helfen. Wenn du auf dein Geldbeutel nicht aufpasst, dann komm von mir aus spät. Pumuckl, komm, wir gehen in die Werkstatt und dann lass die Bärbel suchen, bis es blau wird. Also an Ton hat die heutige Jugend an sich. Ich habe den Geldbeutel doch nur unter die Zeitung geschoben. Und jetzt seid ihr alle böse aufeinander dabei. Weißt du, dabei wollte ich doch nur, dass die Bärbel mich wieder so lieb hat wie damals. Und man kann doch nur jemanden lieb haben, den es auch gibt, oder? Ganz wurscht, ob die Bärbel glaubt, dass es dich gibt oder nicht. Ihr Ton war einfach umgezogen. Ja, ja, das war... Soll ich mal nachsehen, ob die Bärbel alles unter der Zeitung findet? Also, ich meine, das heißt, den komisch grünen Schatten, der ganz bestimmt kein bisschen Schatten, sondern bloß Farbe ist. Also den habe ich ein kleines bisschen in den Papierkorb fallen lassen. Eigentlich habe ich ja gleich gesagt, dass das ein Schmarrn ist, wenn du mit deiner alten Versteckerei wieder anfängst. Also diesen Ton mag ich überhaupt nicht. Und das Wort Schmarrn, das verbitte ich mir auch, verbitte ich mir. Jawohl. Also Pumuckl, lass das Verstecken sein. Morgen fängt die Bärbel ja wieder weg. Aha, jetzt ist es weggegangen. Wird also die Theaterkarten schon noch gefunden haben. Und wenn sie gleich ein Taxi kriegt, kommt's noch zurecht. Jetzt muss ich direkt einen Schnaps trinken, so habe ich mich aufgekriegt. Da sieht man sie alle heiligen Zeiten einmal und dann fängt man streiten an. Aber du, weißt du, ich wollte doch bestimmt nicht, dass ihr streitet, nein, sondern ich wollte doch nur, dass wir richtige Verwandte sind. Weißt du, wo ich doch auch keine einzigen Verwandten habe, überhaupt nicht. Und eine Nichte habe ich ja schon überhaupt nicht. Und weißt du, ich bin keine Unsinn. Ich bin doch der Pumuckl. Ja, Pumuckl, ich weiß schon, jetzt fang nicht zu weinen an. Schließlich ist es ja auch nichts Neues, dass keiner glaubt, dass es dich gibt. Es war so blöd von mir, dass ich mir ausgerechnet eingebildet habe, die Bärbel könnt's ein bisschen verstehen. Ich bin ein richtiger Depp. Ja. Ich hätte dir suchen helfen sollen, statt lang rumzureden. Und ich hätte vielleicht was hinlegen sollen, statt was weglegen. Weißt du was, ich gehe jetzt mal rauf und leg alles hin, was ich bloß...
bloß hinlegen na, kann. Na, nichts tust, bitteschön. Warum? Wenn die Bärbel von der Oper zurückkommt, dann passiert gar nichts mehr. Ruhe ist jetzt. Ach, die hat auch einen Opa. Und da kommt sie zurück von Nein, der Oper. Nein, Oper ist ein Theaterstück. Ach, ein Theaterstück. Ja. Ah, eine Ruhe ist jetzt, hast du gesagt, aber eine Ruhe ist überhaupt nichts Lustiges. Eine Ruhe ist ja bloß langweilig. Komm, Pumuckl, mach ein Gedichtel und vergiss die Geschichte. Ja, also das mach ein Gedichtel und vergiss das Geschichtel, muss es heißen, ja. Sonst reimt es sich doch gar ja, nicht. Ja, hast ja recht. Ja. Und wir müssen nachher weiter heißen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wenn schon. Wieso, wenn schon? Aber das gibt es doch überhaupt nicht. Sowas hat doch gar keinen Sinn. Mach a Gedichtel und vergiss das Geschichtel, weiß ich nicht. Weißt du das nicht? Der Pumuckl ist ein Wichtel und nicht einmal mit dem Lichtel. Seht ihn, das dumme Nichtel. Das ist ein gutes Gedicht. Der Pumuckl ist ein Wichtel und nicht einmal mit Lichtel. Seht ihn, das dumme Nichtel. Das ist sehr schön. Also, wenn ich dir ein bisschen helfe, dann lernst du es schon noch. Also, weißt du, du musst nur immer, du musst dir das abgewöhnen, dieses Tl, dieses Tl. Immer wenn du Tl, Tl ist fürchterlich, das macht ja auch müde, die Zunge. Da schläft ja die Zunge ein, wenn du mal Tl, Tl, Tl sagst. Also, echte Dichter, die sagen so. Also? So sagen die, mach ein Gedicht und vergiss die Geschichte. Weißt du denn nicht, ich bin kein Wicht, sondern bei Licht ein wahres Gedicht für einen Onkel und für die Dicht. Ausgezeichnet, du Muckel. Vor lauter Dichten ist mir jetzt der Ärger schon wieder vergangen. Sind wir wieder nett, wenn die Bärbel zurückkommt, ne? Ja, sind wir wieder nett. Auch die Bärbel hatte in der Oper Zeit nachzudenken. Nicht nur in der Theaterpause, sondern auch mitten in der schönsten Musik fiel es ihr schwer aufs Herz, dass sie ihren Onkel so angefahren hatte, wo er doch so liebenswert war in seiner, wie sie glaubte, Märchenversponnenheit. Als sie das Theater verließ, nannte sich ebenso wie der Meister Eder und sein Pumuckl vor, wieder nett zu sein und alles wieder gut zu machen. So, da bin ich wieder, Onkel Franz. Hoffentlich bist du nicht extra wegen mir aufgeblieben. Na. Ich hab mir bloß gedacht, dass wir vielleicht noch ein Glasl Wein miteinander trinken. Komm. Setz dich her zu mir. Ach, du bist so lieb. Und ich war so greislich. Bist mir noch bös? Weißt, ich war so nervös. Meine erste Oper. Ja, ist so gut, Bärbel. Wie war's denn? Mei, toll. Die Musik und die Riesenbühne und das Bühnenbild. Ich war wie berauscht. Ja, das glaube ich da. Weißt, wie ich noch jung war, da bin ich oft in die Oper. Aber wenn man älter wird, ist einem der Umstand mit den Karten und mit dem Umziehen und mit dem Hinlaufen und nachts heim, das ist mir zu viel. Und ob mein dunkler Anzug dafür überhaupt noch fein genug wäre, ich weiß nicht. Leicht. Die Leute ziehen alles an in die Oper. So. Von den Blue Jeans bis zum Abendkleid. Hast du also gut sehen lassen können dazwischen. ohne Lidschatten. Ich hab mich übrigens gefunden, da ist er. Wo war er denn? Tja, im Papierkorb. Im Papierkorb? Ja, wie kommt er denn da rein? Ja, vielleicht hast du mitsamt irgendeinem Papierl versehentlich reingeschmissen, nicht? Also, da glaube ich schon eher, dass das dein Pumuckl reingeschmissen hat, der Lauser. Nein, komm, lass mal den aus dem Spiel. Na, ich hab drüber nachgedacht. Den lass mal nicht aus dem Spiel. Wenn du mit ihm zusammenlebst, nachher muss ich das anerkennen. Das ist Demokratie. Das haben wir in der Schule gelernt. Ach so, ja. Gut, einigen wir uns auf der demokratischen Basis. Es ist nämlich nicht so, dass ich nicht noch genau wüsste, wie er ausschaut. Rote Haare hat er, gell? Mhm. Und so klein ist er, dass er auf deiner Hand sitzen kann. Und ein ganz liebes Geschau hat er. Also ein gutes Gedächtnis hast du, das muss man da lassen. Ich überleg mir, ob ich nicht doch noch heute Nacht der Tuben Alleskleber auf den Boden schmier, damit ich ihn endlich persönlich kennenlerne. Nein, lieber nicht, Bärbel. Aber es werden sicher freuen, dass du ihn kennenlernen willst. Also dann, trink mal einen Schluck auf den Pumuckl. Gut. Zum Wohl, Bärbel. Prost, Onkel Franz. Ihr könnt euch denken, wie gern das der Pumuckl gehört hat. Besonders, da ihm die Bärbel so gut gefiel. So gut, dass er richtig ein wenig Herzklopfen bekam, wenn er sie länger anguckte. Und das verwirrte ihn so, dass er in die Werkstatt lief und sich in seine Schaukel setzte. Ob ich nicht doch ein bisschen, also ein ganz kleines bisschen, sichtbar werden sollte. Dann könnte ich ja mal bei der Bärbel bleiben und mal beim Meister Eder. Und die Bärbel, die könnte mich anschauen wie den Meister Eder. Und ich könnte zurück
schauen, also so mit einem Blink-Blink-Auge, so blub, blub, mit dem Auge. Und das wäre eine wirklich feine Hin- und Her-Schauerei. Und die Bärbel, die würde mich anlachen. Und ich würde sie anlachen. Und dann würde ich ihre schönen Haare durcheinander bringen, dass sie so eine Frisur hat wie ich. Und sie würde meine Haare kämmen, dass ich so eine Frisur hätte wie sie. Und Ich glaube, ich werde jetzt mal schnell eine Tube Alleskleber neben ihr Bett legen. Vielleicht schmiert sich ein bisschen auf den Boden und dann kann ich mir immer noch überlegen, ob ich dann da hineintapse und dann bleibe ich kleben und das mache ich. Ich habe ja auch noch ein Stückchen Schokolade. Das lege ich neben den Alleskleber. Ich soll jetzt mal schnell raufschleppen, bevor die Bärbel ins Bett geht. Und nochmal, halt. Was sieht mein Auge? Ein schönes Holzkästchen, das der Meister Eder selbst gemacht hat. Es steht immer nur so rum. Das schenken wir der Bärbel gleich mit. Und da liegen noch Zigaretten. Ob die Bärbel sowas mag? Der Meister Eder, der mag's manchmal. Und die Bärbel, das ist ja eine Verwandte. Also mag sie es auch. Also alles mitnehmen, alles mitnehmen. Das ist eine große Schlepparbeit. So kam's, dass auf Bärbels Kopfkissen ein Stückchen Schokolade, eine Zigarette und eine Tube Alleskleber lagen, als sie zu Bett ging. Und unter der Bettdecke lag die hübsche kleine Holzkassette, die der Meister Eder zu seinem eigenen Vergnügen einmal gemacht hatte. Und dann war noch was unter dem Bett, der Pumuckl. Er wartete mit Herzklopfen, ob die Bärbel etwas von dem Klebstoff auf den Boden schmieren würde. Ja, Mai, was liegt denn da? Schokolade und... Und ein Alleskleber und eine Zigaretten. Mei, ist das lieb. Onkel Franz! Ja? Mei, Onkel Franz, lass dich umarmen. Oh, ist das nett von dir? Du bist einfach der netteste Onkel, den es auf der Welt gibt. So, und ja, warum denn plötzlich? Hast sogar durchschaut, dass ich ab und zu heimlich rauche. Was? Naja, das habe ich in dem Alter auch getan. Aber ungesund ist das Rauchen schon, das weiß. Und der Alleskleber, den streiche ich dir jetzt auf deine Nasen, damit dein eigener Pumuckl an dir pappen bleibt. Du unterstehst dich. Sag einmal, wie kommst du denn zu dem Papp? Geh zu. Tu nicht so scheinheilig. Aufs Kopfkissen hast man gelegt. Aber wart nur, irgendwo schmier ich den Papp schon noch hin. Ach, so ist das. Also, der Pumuckl... Der muss sich glatt in dich verliebt haben, dass er sowas macht. Aber auf eins mache ich dich aufmerksam. Wenn du den Papo hinschmierst und der Pumuckl bleibt dran hängen, dann musst du ihn auch mitnehmen. Er muss nämlich bei dem bleiben, der ihn zuletzt gesehen hat. Nachher überlege ich mir's noch, Onkel Franz. Ich werde dir deinen Gesellschafter wegnehmen. Und jetzt noch einmal. Gute Nacht und Dankeschön. Ja, bitteschön. Gute Nacht, Bärbel. Ob der Pumuckl wirklich von mir weggehen möchte, zur Bärbel? Pumuckl? Der wird pfeilgrad bei der Bärbel drüben sein. Oh mei, das Kasten. Ja, wo kommt denn das her? Onkel Franz? Ja? Onkel Franz! Du, das Kasten habe ich gerade unter meiner Decke gefunden. Mei, ist das schön. Die feine Einlegearbeit, das hast du selber gemacht, gell? Ach, du bist einfach ein Künstler. Und dass du mir das schenkst, das ist ein ewiges Andenken an meinen Onkel Franz. Und an die Freigebigkeit von Pumuckl. An dich und an Pumuckl. Und weißt, was neu kommt? No. Mein Schmuck und eine Tube Alleskleber. Dann denke ich immer an dich und an Pumuckl. Die Bärbel fiel ihrem Onkel Franz um den Hals. Und der Pumuckl stand unter der Tür und kratzte sich etwas nachdenklich seinen Wuschelkopf. Also ich will doch lieber bei dir bleiben und nicht in den Papp treten. Das wäre ja auch mal zur Abwechslung ganz lustig bei der Bärbel, aber, ja, ja. Aber weißt du, wenn die mich mal versehentlich, also nur versehentlich so umarmen würde wie dich, dann wäre ich ja ganz zerquetscht, wie eine Fliege. Und weißt du, ich
finde ja zerquetschte Fliegen nicht sehr schön. Nein, du, wie findest du die zerquetschte Fliegen? Ich auch nicht. Auch nicht. Aber dass du einfach so mir nix, dir nix meine Sachen verschenkst. Nein, nicht alles. Schokolade war meine Sache. Alles Kleber war meine Sache. Aber Zigaretten war meine Sache und das Kastel war auch meine Sache. Ja, wahr, wahr. Jetzt ist es eben alles der Bärbel ihre Sache. Ja, aber... Das Kästchen, das hättest du ihr doch wahrscheinlich bestimmt, garantiert, sowieso geschenkt. Wieso? Ja, als ewiges an dich dran denken. So. Also als ewiges an mich dran denken, natürlich überhaupt auch. Und außerdem bin ich jetzt vor lauter an dich, mich, Bärbel, dran denken. Schrecklich müde. Ich werde jetzt bei dir hier schlafen, damit ich nicht vielleicht doch noch aus Versehen in den Alleskleber trete. Ja. Ich mache lieber Pumuckl, die Bärbel nimmt das Kastel mit als dich. Jetzt schlaft er schon. Na. So. Jetzt komm. Oh, jetzt schlaf gut. Gute Nacht, du, Bazi. Als die Bärbel am nächsten Tag abfuhr, war der Abschied herzlich und sie versprach fest, jetzt oft und bald schon den Onkel wieder zu besuchen. Den Onkel und den Pumuckl.